Bereits zum 30. Mal präsentierte sich der Schlegler Advent als Ort der Begegnung. Jung und alt genossen 3 Tage lang vorweihnachtliche Stimmung im Meierhof. Der Schlegler Advent steht jedes Jahr für Tradition und echtes Handwerk. Das Besondere an diesem Adventmarkt ist, dass wir wirklich eine Tradition pflegen seit über 30 Jahren, dass jetzt da nicht irgendwelche Kirtagstandeln da sind, sondern dass wirklich das typische Handwerk angeboten wird. Das ist einfach 1992 da herinnen entstanden und diese Tradition, die hat sich bis heute gehalten. I'll be home for Christmas. Ein Ort, wo jedes Jahr echte Begegnung stattfindet. Jedes Jahr hier beim Adventmarkt treffen sich die Leute, nicht nur die Bürger aus Eigenschlegl, sondern einfach aus nah und fern. Und das sind einfach so nette Begegnungen, auch für mich selber oft, dass ich Leute treffe, wo ich sage, okay, am Adventmarkt sieht man uns und man sagt, für Gott, bis nächstes Jahr, weil man genau weiß, dazwischen kommt man nicht zusammen, aber am Adventmarkt trifft man sie. Und das ist einfach für uns als Eigenschlegl wirklich ein Aushängeschild, dieser Adventmarkt da im Meierhof. Das große kulinarische und kulturelle Angebot der insgesamt 80 Aussteller ließ keine Wünsche offen. Für musikalischen Genuss sorgte das Blechbläserensemble der Landesmusikschule Schlegl. Besucher hatten heuer zum 30-jährigen Jubiläum auch die Möglichkeit, eine Museumsführung mitzumachen. Das Highlight für die Kinder war definitiv der Besuch vom Nikolaus. Ich kam her wegen Nikolaus. Aber dann haben leider ein paar Kramperl dabei gewesen, die was ein wenig angsteinflößend waren. Aber hat dann auch gepasst. Komm, Hasi. Was hast denn du heute schon alles gesehen? In Krampus, in Nikolaus und viel Sachen. Und jetzt hast du was Köstliches gegönnt, gell? Wie gefällt es dir da? Sehr gut, also sie haben es wirklich gut gemacht. Was hast du heute schon alles gesehen, erlebt? Krampus, Nikolaus und ich verkaufe selber. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. Die Freiwillige Feuerwehr Schlegl hat es auch heuer wieder möglich gemacht, dass dieser Adventmarkt zustande kommt. Circa im Juni fängt es an, dass die ganzen Standler ihre Plätze zugewiesen kriegen, dass die Stände aufgebaut werden, dass der Meierhof, wo wir da sind, umgebaut wird, weil es ist ein Hochzeitszentrum da und der wird umgerüstet auf dem Adventmarkt. Da steckt viel Arbeit, viel Fleiß dahinter. Wir haben da ca. 4.000 bis 5.000 Besucher in die 3 Tage, wie es heuer war. Und es wird dann der Adventmarkt in ca. 2 bis 3 Tagen wieder abgebaut, weil das Veranstaltungszentrum wieder benötigt wird. Es wird für uns die Kulinarik angeboten, es gibt da Bratwürstel, alles aus der Region wird zugekauft, es gibt alle möglichen Biersorten, was wir anschauen. Wir haben natürlich die Brauerei in der Gemeinde, also in Schlegl, und das ist dementsprechend eine gute Werbung auch für uns da in der Region, das Bier, was da gebraut wird. Und unsere Aufgabe ist einfach, schau, dass der ordnungsgemäße Betrieb über die Bühne geht, dass alles so läuft, wie es laufen soll, dass alles Mögliche, was Leute betrifft, koordiniert, runterrennt. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, dass wir einfach schauen, dass das da so ist, wie es sein soll. Alle packen mit an und sehen es als eine Selbstverständlichkeit, mitzuhelfen. Erstens war ja Feuerwehr. Und Feuerwehr ist ja an sich ein Verein, der so für die Bevölkerung arbeitet. Und die Feuerwehr immer ein wenig Geld braucht. Und das Zweite ist, dass auf der anderen Seite das ein sehr kultureller Beitrag ist für unsere Region. Der Schlegl Advent hat eine Tradition und auch eine Qualität. Und damit arbeitet man gern mit.
Ist recht stressig da hinter der Bull? Heute ist an sich ein bisschen ruhiger, muss man ehrlich sagen. Aber das schaut gar nicht. Für was bist denn du zuständig? Ich bin fürs Geld zuständig. Man muss sich auskennen und bis 10 muss man zählen können. Das Fest mit den Leuten einfach kann man irgendwann anders stecken und trotzdem, wenn man noch irgendwas weitergeht. Ist ja noch nichts anbrennt. Nein. Bist du ein guter Bruder? Hey, Bruder, die guten Bruder stehen da drinnen. Die Besucher waren begeistert vom einzigartigen und wohlig warmen Ambiente im Meierhof. Voll eine gemütliche Stimmung. Wir haben eigentlich schon recht viel gesehen, lauter feste Sachen. Ja, und jetzt schauen wir dann einmal zum Bundstand hinter. Stimmung kriegen für Weihnachten ist ganz cool. Und super nach Corona, dass das wieder jetzt stattfindet, das ist natürlich ganz lässig. Ich bin von Ort, also es ist irgendwo ein Pflichttermin für mich, dass ich da zuschaue. Und man trifft viele Bekannte, ja, es gehört dazu einfach. Wie ist denn das für einen Mann, wenn man da immer mitgehen muss mit der Frau? Ja, sehr entspannt, ja. Da gibt es so viele Sachen, gell, da müssen die Frauen so viel schauen. Ja, da müssen Männer aber anders schauen, dann, ja. Ja. Wie ist denn das, wenn man da so mitgehen muss da und schauen? Na, ein bisschen langweilig schauen, aber es geht. Gibt es da für Männer auch was? Ja, genug Bier und genug Raclettebrote. Für alle was dabei und von alt bis jung passt ganz gut. Der 30. Schlegler Advent war auch heuer wieder ein voller Erfolg und ein wahrer Ort der Begegnung für alle Generationen.